Bauer sucht Frau, Pärchen Antje und Arne verlieren keine Zeit. Nachdem sie nach wenigen Wochen bei ihm einzogen ist, läuten jetzt bald die Hochzeitsglocken. Barbis im Harz, der RTL-Osterhase war dieses Jahr fleißig, denn Bauer sucht Frau. Fans dürfen sich über die Feiertage gleich über zwei Spezialfolgen freuen. Ein Vorschau-Trailer verrät jetzt, dass es zu Ostern einen Heiratsantrag vor laufender Kamera geben wird. Antje will dabei wohl nicht mehr auf Arne warten und nimmt die Dinge nun selbst in die Hand. Liebe im Eiltempo, Bauer sucht Frau, Paar Antje und Arne verlieren keine Zeit. In der vergangenen Bauer sucht Frau Staffel fanden Milchbauer Arne und Antje ihr Liebesglück. Die beiden verliebten sich Hals über Kopf und kurze Zeit später zog sie zu ihm auf den Hof. Doch die beiden wohnen mittlerweile nicht nur zusammen, sondern teilen sich auch die Arbeiten auf dem Milchhof und der Käserei. Die beiden gelten als das neue Bauer sucht Frau Traumpaar. Keine Überraschung also, dass schon wenige Monate später Hochzeitsgerüchte laut wurden, die Antje in einer Instagram-Fragerunde mit einer verdächtigen Antwort nochmals kräftig befeuerte. Doch spätestens jetzt ist es klar. Ja, Antje und Arne wollen heiraten. Sie fragt ihn, Heiratsantrag bei Bauer sucht Frau. Wie in der Ostervorschau von RTL zu sehen ist, fällt Antje im Kuhstall vor Arne auf die Knie. Möchtest du mich heiraten? Fragt sie ihn. Seine Antwort bleibt RTL seinen Zuschauern schuldig. Doch wenige Sekunden später sieht man, wie sich die beiden überglücklich in die Arme fallen, während Rosenblätter auf sie hinabfallen. Man kann also davon ausgehen, dass er ja gesagt hat. Apropos, Bauer sucht Frau, Inka Bause könnte jetzt starke Konkurrenz bekommen. In wenigen Tagen schon startet das neue Format, Lokalzeit Land. Schafft, im WDR. Dabei stellt die ARD Bauern und ihre Landwirtschaft vor. Die Sendung erinnert ein wenig an Bauer sucht Frau.